So, da sind wir wieder bei Let's Play Zelda Ocarina of Time Master Quest. Und ich weiß jetzt wieder, wo ich hin muss. Es ist mir genau aufgefallen, als ich die Folge abgeloadet habe, die letzte. Und ja, ich war ziemlich dämlich, muss ich wirklich sagen. Ich muss doch schließlich auch meine Katze Miaut wieder mal. Tausende Hilfeschreie oder was auch immer das sein soll. So. Ich muss nämlich hier rein und muss die Flasche, die die Prinzessin hier reingeworfen hat, irgendwo holen, denn da ist ein Hilfe-Dings. Weshalb ich auch das längere Tauchen brauche. Etwas laut. Ich habe eine Flasche erhalten, fülle etwas hinein und nutze sie mit C. Oh, da ist ja bereits etwas drin. Ja, das ist natürlich blöd. Jeder normale Mensch hätte es einfach ausgegossen, hätte die Flasche weiter benutzt. Aber so Link natürlich nicht. Der zeigt die erstmal irgendeinem Typen, obwohl er nicht mal weiß, was drin steht. Und ja. So ist Link nun mal. Dum, dum. Ich nehme übrigens doch nicht mit Fraps auf, da ich finde, dass die Qualität jetzt auch ganz gut ist. Es ruckelt auch nicht mehr so doll. Also ich finde eigentlich gar nicht. Dadurch, dass ich den Codec geändert habe, mit dem ich jetzt aufnehme, mit Camtasia. Es ist jetzt der DeepX-Codec und der nimmt eigentlich ganz gut auf. Und Fraps finde ich zu ungenau. Oh, Kätzchen, hör auf. Finde ich es so anstrengend, das immer extra, den Sound extra aufzunehmen, weil der auch nur so blöd aufgenommen wird. Und ja, deswegen nehme ich das jetzt auf. So halt. Was macht die da? Der. Nanu? Sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Oh, es ist ein Brief. Hilf mir, ich bin im Bauch von Lord Yabu Yabu gefangen. Ruto, verrate bitte meinem Daddy nichts. Ja, das ist zu spät. Ja, hier in Navi? Dann. Oh, nö. Der hat gar nichts in der Hand. Ja, sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche, bla bla bla, bla bla bla, fragt meinem Daddy nichts. Na also, ja, dieser Brief ist von Prinzessin Ruto. Hm, lass mich lesen, sie ist im Bauch von Lord Yabu Yabu, das ist doch nicht möglich. Lord Yabu Yabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Ganondorf auf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Yabu Yabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Fisch, Fisch. Ich behalte diesen Brief. Nimmt die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto, so schnell ihr könnt. So schnell ihr könnt, also. Daran hält der sich anscheinend nicht. Wick, 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 wick. Ja, und damit ist der Part beendet, denn es sind 15 Minuten vorbei. Nein. Aber es könnte wirklich so sein bei seiner Geschwindigkeit. Mann, da komme ich doch schon durch. Leute, warum darf ich nicht laufen? Na endlich, hat er sich also endlich mal bewegt? Anstatt aufzustehen und einfach dahin zu gehen und sich wieder hinzusetzen. Nein, dafür ist er ja viel zu faul. Ja, du dämliches Stück Scheiße. Auf geht's, oh, es hat geruckelt. Aber das war jetzt nicht von der Aufnahme her, sondern vom PC. Ach ja, ich werde dieses Spiel nicht 100% spielen, wie ihr schon gesehen habt. Dass ich die Skulltulas nicht gesammelt habe. Da mir das zu anstrengend ist für mein erstes Projekt und ich auch nicht 1000 Jahre an dem Projekt hängen will, sondern auch irgendwann was Neues machen möchte und euch einfach nur das Spiel zeigen wollte, wie ich da abfaile, weil ich es halt nicht kann. So, der Fisch, der sagt dem jetzt, dem Roboterfisch da, weil der sieht aus wie ein Roboter, finde ich. Finde sie echt so aus, wie so ein Metallstück. Obwohl er kein Metallstück ist. Sonst frisst er einfach den Fisch, der ihm gerade geholfen hat. Und frisst mich auch auf. Unerhört.
Jabu Jabus Bauch. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall ändert sich da schon was. Da ist dieser Stein. Was ist das denn? Wie eklig ist das denn? Da hängen doch tatsächlich... Seht ihr das? Das sind Kühe. Und ich habe eine Truhe erhalten, weil ich die Kuh abgeballert habe. Was macht der denn da? Abschießen. Und die Tür ist aufgegangen. Da sind Kühe in der Wand. Link macht die Tür auf, Mensch. Ach ja. Deko-Nüsse erhalten und die Kühe lasse ich jetzt einfach in Ruhe. Und, ups, tut mir leid. Hier sind diese Dinger. Da ist noch eine Kuh. Meine Güte. Achso, das geht nicht, oder wie? Oh, ich hasse meine C-Knöpfe. Ach doch. Das geht nicht. Lass mich in Ruhe. Autsch. Ah. Scheiße. Also ich sollte mir vielleicht doch die Deko-Nüsse holen. Er will... Ist da eine Kuh unter Wasser? Also so langsam wird's aber hier... So langsam sind wir aber echt in der Kuhgrotte oder so. Wo sind wir denn hier? In der Liebeshöhle? Nein. Warum habe ich schon wieder so viel Zeit verplempert? Ich habe noch nichts gemacht. Das geht diesmal wohl nicht. Aber ich werde natürlich, weil ich so klug bin, sofort hier runtergehen. Und dann die Kuh besuchen gehen. Nee, nee, ich gehe hier sofort durch. So. Ein Schalter. Also bis jetzt finde ich den ja noch einfacher als Dodongos Höhle am Anfang. Da fand ich das ja schon gemeiner. Bis jetzt schnuckelt sich das hier ja alles ganz easy pupisi durch. Ich krieg alles hin, ohne irgendwie Problems zu haben. Ich kann mit der Kuh, kann ich mit der sprechen oder nicht? Nein. Wäre ja auch ein Wunder, wenn ich das erste Mal mit einer Kuh sprechen kann. So, und wieder hoch. Dum, 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 dum. Ich glaube, da muss ich lang. Es könnte auch sein, dass ich jetzt wieder zurückgehe. Mal schauen. Nee, ich bin richtig. Wo ist Ruto? Ach da. Ach, Schönheit. Mit einem riesen Hammerkopf. Warum hat die schon Brüste? Die ist erst 10 oder so. Du weißt, wer ich bin oder so? Ich bin Ruto, Prinzessin der Zoras. Was? Mein Daddy hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Flaschenpost? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Daddy hat Angst um mich? Ist mir total egal. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim. Und du verschwinde. Kapiert? Hast du kapiert? Oh nein. Ja. So, hier so. Ah. Mach Dekonus. Oh. Er ist einfach hinuntergeflogen. So, machen wir hier mal das. Hier sind auch gar nicht diese Dinger. Dieses
Na, diese komischen Schleimdinger, die von oben nach unten gehen. So. Da ist jetzt eine Truhe. Nein, gar nichts. Verpiss dich. Geht nicht. Also ich muss sehr wahrscheinlich Ruto folgen. Deswegen mache ich das ja natürlich auch. Ha, ich habe sie durchteilt. Bist du immer noch hier? Du bist ja schlimmer als eine Klette. Ich bin okay. Schon seit ich eine kleine Zora-Prinzessin war. Du bist immer noch eine kleine Zora-Prinzessin. Laufe ich in Lord Jabu Jabus Bauch herum, aber Lord Jabu Jabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrisch geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein. Aber das geht dich gar nichts an. Egal. Du, verschwinde. Hast du kapiert? Hallo. Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Oh, das ist aber schnuckelig. Dann werde ich dir eine besondere Ehre zuteilen. Du darfst mich am Arsch fassen und mich tragen. Ah, und übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ich mein's ernst. Ja, also jetzt trage ich die halt am Arsch so rum und darf die werfen, wie ich möchte. Zum Beispiel so. Boah, Fettarsch, ey. Hättest du nicht direkt auf den Schalter gehen können? Ey, nein, die ist so dämlich. Die weiß doch ganz genau, was die machen soll. Fettarsch. Ach, du dämliche Schlampe, ey. Dann mache ich das eben selber. Ey, das war super. Das war perfekt. Gleich mit ihr mit. Oh, ich sollte vielleicht... Bitte? Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, sie muss diesen Fettarsch da doch drauf werfen. Ach, Schlampe. Nochmal. Du setzt dich da jetzt mit deinem Arsch, ja, so drauf, damit ich durch die Tür kann und du halt nicht. Verstanden? Hast du kapiert? Öffne die Tür. So. So tut man... Was macht diese Schlampe hier? Oh, ich will doch nur den Wirbel. Na, dann eben so. Schlampe, ey. Die Dekonusch. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf links, unten oder rechts platzieren. Wirf die Dekonuss. Sie wird zerplatzen und deine Gegner betäuben. Betäuben. Ey. Es hat geklappt. Na los. Jetzt treff. Na also. So. Oh, ganz einfach. Ach, Schlampe. Weißt du nicht, wo unten ist? Wenn ich unten mache, heißt das unten. So. Spring. So. Warum ist das Wasser noch da? Ah. Toll. Töte ihn. Nein? Schade. Gut, dann klettere ich jetzt erstmal da. Und zwar werden wir uns bald wiedersehen im nächsten Part. Wenn ich mein Schild verloren habe. Also, bye 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 bye. Ich komme nicht mehr höher. Ciao, ciao.